Hallo, hier ist wieder Roger und heute soll es um das von vielen gehasste, aber auch von vielen bevorzugte Windows 10 Startmenü gehen. Dabei möchte ich vor allen Dingen Umsteigern und Anfängern zeigen, wie man dieses Menü konfigurieren kann und was man eigentlich hier alles für Funktionen hat und was man alles damit aufrufen und sehen kann. Aber beginnen wir mit der Aufteilung. Im Prinzip ist das Startmenü zweigeteilt. Wir haben hier einmal auf der rechten Seite diesen Teil mit den Kacheln. Das ist ja quasi der neue Teil vom Windows 10 Startmenü. Und links haben wir hier den Teil, der eher dem Windows 7 Startmenü angelehnt ist. Wir haben hier eher die Listen von Programmen und auch die Möglichkeit, alle Programme aufzurufen und so weiter. Man kann das hier auch noch konfigurieren, aber da werde ich dann später noch genauer drauf eingehen. Neben diesen beiden Hauptteilen im Startmenü sozusagen gibt es dann noch hier oben den Benutzernamen, den man hier auch anklicken kann. Und dann kommt man hier direkt in die Kontoeinstellungen. Man kann den Computer absperren oder ihn abmelden. Bevor wir jetzt uns diesen beiden Teilen widmen, möchte ich zeigen, wie man die Größe des Startmenüs beeinflussen kann. Wir haben hier oben, wie man das auch von den normalen Fenstern kennt, diese Handles hier. Und dann kann ich das Menü einfach groß oder klein machen. Ich kann es breiter machen, wenn ich das möchte. Und wenn ich die Kacheln hier alle lösche, also alle, dann kann ich es auch noch schmaler machen, dass man dann nur noch diesen Teil hier hat, also bis hierhin. Dann ist es dem Startmenü von Windows 7 am ähnlichsten. Wie das geht, zeige ich Ihnen dann gleich. Aber bevor wir jetzt eine Kachel löschen, möchte ich erstmal die grundlegenden Einstellungen bei den Kacheln zeigen, was man da alles machen kann. Wir können die Kacheln sortieren, wir können die Kacheln in der Größe verändern, wir können Gruppen anlegen. Hier zum Beispiel diese Gruppe Alles auf einen Blick. Das ist dann diese Abteilung hier. Die kann ich auch umbenennen, wenn ich das möchte, indem ich hier draufklicke. Und wenn ich die ganze Gruppe verschieben möchte, muss ich einfach nur auf den Namen klicken, halten mit der linken Maustaste und dann kann ich diese Gruppe einfach dort fallen lassen, wo ich möchte. Also ich muss die natürlich immer auf so einen blauen Balken dann fallen lassen. Die Positionen der Balken sind natürlich immer abhängig von der Größe der anderen Gruppen. Kacheln lassen sich ganz einfach verschieben, indem ich sie mit der linken Maustaste anklicke und die Maustaste halte. Dann kann ich die Maus bewegen und die Kachel einfach verschieben. Ich kann sie natürlich auch einfach in eine andere Gruppe verschieben. Ich kann sie irgendwo hier reinschieben. Dabei verändert sich natürlich auch die Anordnung der anderen Kacheln. Das kann man dann ja hinterher dann wieder anpassen. Dann kann ich die Größen der Kacheln beeinflussen, indem ich mit der rechten Maustaste draufklicke, hier auf Größe ändern gehe und dann hier eine Größe auswähle. Dazu muss man aber sagen, dass die große Größe der Kacheln sich eigentlich nur bei den Live-Kacheln lohnt. Live-Kacheln sind Kacheln, die so wie diese Wetterkachel hier regelmäßig irgendwelche Daten anzeigt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Wetterkachel vergrößere, das dauert einen Moment, dann erhalte ich hier auch mehr Informationen. Natürlich muss dann hier auch Internetzugang bestehen, damit diese Wetterkachel auch die entsprechenden Daten holen kann. Kacheln von einfachen Programmen kann man zwar auch in der Größe verändern, aber meistens ist das dann beschränkt. Man hat dann hier nur die Möglichkeit zwischen Klein und Mittel. Klein sieht übrigens dann so aus. Da kriegt man dann sehr viel natürlich hier auf so einen Abschnitt, aber da kann dann natürlich auch die Übersicht dann etwas drunter leiden. Ich werde das jetzt mal wieder ändern. Wie Sie schon gesehen haben, erhalte ich hier mit der rechten Maustaste auf so eine Kachel immer ein Kontextmenü. Hier bei dem E-Mail-Programm zum Beispiel habe ich eben gleich die Aufgaben dazu. Das muss natürlich dann auch durch das Programm unterstützt werden. Viele Programme haben so etwas nicht. Das Standardmenü erhalte ich allerdings immer. Ich kann hier einmal von Start lösen machen. Das heißt, diese Kachel verschwindet dann. Das heißt aber nicht, dass das Programm verschwindet. Nur die Kachel. Ich kann, wie gesagt, halt hier die Größe ändern. Unter Mehr kann ich dieses Piktogramm auch an die Taskleiste anheften. Das ist dann hier unten. Würde es dann auch noch erscheinen. Als Administrator ausführen, das kann manchmal ganz sinnvoll sein. Und ich kann den Dateipfad öffnen.
Dann wird das Programm gesucht und eröffnet dann ein Explorer-Fenster in dem entsprechenden Ordner. Und ich kann natürlich das Programm auch deinstallieren, insofern es sich um ein installiertes Programm natürlich handelt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch gleich zeigen, wie man eine Karre löscht und auch wie man wieder eine hinzufügt. Löschen geht ganz einfach mit dieser Funktion hier von Start lösen. Und wenn ich das jetzt mache, verschwindet die Karre. Die ist jetzt nicht mehr da. Und wie ich mir das jetzt wiederhole, ich habe ja zum Glück jetzt gerade den entsprechenden Ordner geöffnet und ich kann jetzt einfach das Programm wieder anklicken und sage dann hier an Start anheften. Und schon ist die Karre wieder da, allerdings ganz unten. Aber ich kann sie dann ganz schnell wieder an den alten Platz setzen. Und so kann man ganz einfach Programme dieser Karrelansicht hinzufügen. Das funktioniert übrigens auch mit ganz normalen Ordnern. Dann haben Sie eben hier so ein Ordnersymbol und wenn Sie da draufklicken, dann wird dieser Ordner im Windows Explorer geöffnet. Wenn Sie übrigens die Live-Kachel nicht haben möchten, wenn Sie das eher stört, dass sich bei diesen Live-Kacheln ständig was ändert, also hier die Bilder oder die Wetteranzeige sich ständig aktualisiert oder auch bei den Nachrichten, dann können Sie die einzeln durchgehen, gehen jetzt hier auf Mehr und sagen dann hier Live-Kachel deaktivieren. Und damit kommen wir zur linken Seite. Auf der linken Seite haben wir, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die Programme eher in einer Listenform. Und wir haben hier oben einmal die meistverwendeten. Und hier unten haben wir dann noch die Möglichkeit, ein Explorer-Fenster zu öffnen, direkt zu den Einstellungen zu gehen, den Computer auszuschalten. Und wir haben hier Zugriff auf alle Anwendungen, die installiert sind, beziehungsweise die sich in das Startmenü von Windows eingetragen haben. Das ist quasi das, was Sie bei Windows 7 unter Programme finden. Das kann man dann auch alles noch in gewissen Grenzen konfigurieren. Auf dieser freien Fläche hier werden momentan die neu installierten Programme zum Beispiel angezeigt. Auch das kann man dann konfigurieren. Ich möchte allerdings noch auf eine nette Funktion hinweisen, die besonders dann gut genutzt werden kann, wenn man sich die meistverwendeten Programme hier anzeigen lässt. Denn wir haben bei all diesen Programmen hier diesen Pfeil und dort befindet sich die sogenannte Sprungliste. Und wenn ich jetzt hier mal draufklicke, dann sehe ich auch dieses Standardmenü, was wir ja schon kennen. Hier kann ich dann übrigens noch sagen, dass das Programm nicht in der Liste angezeigt werden soll. Das heißt also, selbst wenn es ein häufig genutztes Programm ist, taucht es dann nicht mehr auf. Auf diese Art und Weise kann man diese Ansicht hier mit den meistverwendeten Programmen etwas konfigurieren. In dieser Sprungliste haben Sie aber auch, wie Sie sehen, die zuletzt verwendeten Dateien dieser Anwendung. Und der Fastdown Image Viewer ist ein Bildbetrachtungsprogramm und deswegen haben wir natürlich jetzt hier nur Bilder. Das heißt, das sind einfach Bilder, die ich jetzt als letztes angeschaut habe, die ich mit diesem Programm geöffnet habe und die sind dann hier quasi über diese Sprungliste schnell zugänglich. Ich kann sogar, wenn ich das möchte, diese Bilder festmachen. Das heißt, diese Einträge verschwinden dann nicht, wenn die Liste durch weitere Einträge gefüllt wird. Weil üblicherweise sind das natürlich immer die zuletzt verwendeten. Und wenn Sie jetzt weitere Bilder öffnen, sind die natürlich nicht mehr zuletzt verwendet, sondern dann fliegen die aus der Liste irgendwann wieder raus. Und mit diesem Anpinnen kann ich das verhindern. Ich kann übrigens hier auch wieder mit der rechten Maustaste draufklicken, kann sagen, dass das geöffnet werden soll, es entfernen, es eben anheften und ich kann mir auch die Eigenschaften der Bilddatei anschauen. Das ist das gleiche, als wenn ich das Bild im Windows Explorer mit der rechten Maustaste anklicke und dort Eigenschaften sage. Dasselbe habe ich im Prinzip dann bei meinem Abspielprogramm. Hier habe ich eben einfach die letzten Videos beim Texteditor. Die letzten Texte, die ich bearbeitet habe oder Textdateien, die ich geöffnet habe. Bei ZIP ist jetzt gerade nichts drin, aber auch da werden normalerweise dann die letzten ZIP-Archive angezeigt. Und bei Notepad sind das natürlich eben auch einfach Texte oder andere Dateien. Und bei Chrome kann ich hier direkt ein neues Fenster oder ein neues Inkognito-Fenster öffnen. Das, was hier zur Auswahl steht, hängt dann immer hier von dem Programm ab. Das kann bei Ihnen natürlich völlig anders sein, aber wenn Sie jetzt irgendeinen Bildbetrachter benutzen, werden Ihnen dort sicherlich auch die gerade zuletzt verwendeten Bilder angezeigt. Mit etwas Eingewöhnung kann man dann mit seinen meistverwendeten Programmen
durchaus zügig und effizient arbeiten. Das hier weiter unten hatte ich ja schon vorgestellt. Wir haben auch hier beim Explorer eine Sprungliste mit den zuletzt verwendeten Ordnern und Zugriff auf die Standardordner, die wir hier haben, Desktop, Download, Dokumente und so weiter. Und hier oben haben wir dann noch die Möglichkeit, direkt in die Verwaltung zu gehen, auf die Eigenschaften zu klicken oder auch Netzlaufwerke zu verbinden und zu trennen. Mit Einstellungen kommen wir natürlich zu den Einstellungen und mit ein aus können wir den Rechner herunterfahren, neu starten oder in den Energiesparmodus versetzen. Finde ich mal eine Anwendung weder hier noch hier bei den Kacheln, dann finde ich sie garantiert hier unter alle Apps. Wenn ich jetzt hier draufklicke, erhalte ich eine Liste mit allen Programmen, die installiert sind und diese ist alphabetisch sortiert und gruppiert. Bei so einer langen Liste wie hier kann es dann doch schon mal etwas dauern, bis man dann das richtige Programm gefunden hat, auch wenn es sortiert ist, aber ich muss dann eben ganz schön scrollen. Und suche ich jetzt zum Beispiel ein Programm, was mit W anfängt, dann muss ich entweder ganz schön scrollen, bis ich dann bei W angelangt bin, oder ich nehme hier diese Laufleiste. Aber viel schneller geht es, wenn ich einfach hier auf A klicke. Also es muss nicht A sein, es kann irgendein Buchstabe sein oder auch hier die Ziffern. Und dann erhalte ich hier die Übersicht der Buchstaben und sehe auch gleich, wo gar keine Programme sind. Hier zum Beispiel unter Q gibt es keine Einträge. Und ich kann jetzt hier einfach auf W klicken und schon bin ich bei W. Natürlich kann ich auch hier mit der rechten Maustaste draufklicken und erhalte das Standardmenü. Ich kann damit zum Beispiel Programme aus dieser Liste hier rüber in diese Kachelansicht bringen. Und ich möchte noch auf etwas hinweisen. Diese Funktion deinstallieren hier deinstalliert die Programme dann, wenn es ein Programm ist, was ich aus dem App Store heruntergeladen habe. Wie hier zum Beispiel Wunderlist. Wenn ich jetzt hier deinstallieren sage, sagt er mir, dass die App deinstalliert wird, wenn ich jetzt hier deinstallieren bestätige. Aber nehme ich zum Beispiel ein Programm wie mein E-Mail-Programm und sage hier deinstallieren, dann wird einfach hier das Programm und Features in der Systemsteuerung aufgerufen. Und ich muss das Programm jetzt hier selbst nochmal raussuchen, um es dann zu deinstallieren. Also auf jeden Fall ist es so, man kann hier nicht aus Versehen irgendetwas deinstallieren. Man muss entweder bestätigen oder muss es dann in diesem Fenster nochmal heraussuchen. Aber kommen wir zu den Einstellungen. Die Einstellungen für das Menü finden wir bei den allgemeinen Einstellungen bei Personalisierung. Wer es gerne etwas farbiger mag, kann hier unter Farben einstellen, dass die Taskleiste, die Startseite und die Titelleisten farbig dargestellt werden. Das heißt, in meinem Fall ist das jetzt blau. Ich kann hier aber auch eine andere Farbe wählen. Ich kann außerdem die Transparenz abschalten. Dann kann ich halt eben nicht mehr sehen, was so dahinter liegt. Ich zeig das nochmal. Hier sieht man halt so leicht unscharf das Fenster dahinter. Wenn man das nicht braucht oder wenn einem das nicht gefällt, kann man das hier abschalten. Ich schalte jetzt aber die Farbe wieder ab. Weitere Optionen finden wir dann hier unter Start. Mit dieser Option können wir uns etwas mehr Platz im Startmenü verschaffen, ohne das Menü selbst breiter machen zu müssen. Schalte ich das ein, wird es selbst nur um eine Spalte verbreitert und nicht wie wenn ich das jetzt selbst aufziehe, gleich um 3 oder 4. Und dann habe ich einfach etwas mehr Platz, um meine ganzen Kacheln zu sortieren. Hier kann ich mir gelegentlich dann Vorschläge im Menü anzeigen lassen. Diese Vorschläge beinhalten meistens Spiele oder Apps aus dem Microsoft Store. Und da muss man halt dann wissen, ob man das haben möchte oder eben nicht. Dann kann ich hier die meistverwendeten Apps ausschalten zum Beispiel. Dann habe ich hier gar nichts mehr. Und wenn ich sie wieder einschalte, sind wieder die Standard-Apps da, weil er natürlich die Daten über die Nutzung jetzt gelöscht hat. Und die Liste wird sich dann über die Zeit erst wieder ändern, je nach meinem Nutzerverhalten. Wenn ich neue Programme installiere, dann werden die meistens, nicht immer, direkt hier drunter unter den meistverwendeten Apps angezeigt. Und wenn ich das nicht haben möchte, dann kann ich das mit der Option hier zuletzt hinzugefügte Apps anzeigen ausschalten.
mit der Option Menü Start im Vollbildmodus verwenden, erhalte ich dann so ein Menü wie bei Windows 8. Das heißt, die gesamte Kachelansicht ist dann im Vollbildmodus. Also das. Und schalte ich das hier ab, dann habe ich hier bei diesen Sprunglisten diese Einträge der zuletzt verwendeten Dateien und Ordner nicht mehr. Und zum Schluss kann ich hier noch Ordner auswählen, die im Menü Start angezeigt werden sollen. Standardmäßig sind hier der Datei-Explorer und die Einstellungen angeschaltet. Und wenn ich mal ins Startmenü schaue, dann haben wir auch genau diese beiden Einträge. Und ich könnte jetzt zum Beispiel die Dokumente und die Downloads und zum Beispiel das Netzwerk noch anschalten. Und dann habe ich direkten Zugriff vom Startmenü aus auf diese Ordner bzw. Funktionen. Und noch ein kleiner Tipp. Wenn Sie hier im Startmenü nicht nur den Tag, sondern auch die aktuelle Uhrzeit sehen wollen, dann müssen Sie nichts weiter tun, als hier auf alle Apps zu gehen, hier die App Alarm und Uhr auswählen und dann hier unter Weltuhr auf die lokale Uhrzeit zu gehen, mit der rechten Maustaste draufklicken und an Start anheften klicken. Das müssen wir jetzt noch bestätigen. Und dann haben wir hier im Menü, natürlich erstmal ganz unten, da landen ja immer erstmal die angehefteten Sachen, haben wir diese Kachel, die uns jetzt die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Und damit sind wir am Ende der Einstellungsmöglichkeiten des Startmenüs. Es gibt sicherlich noch einige Einstellungsmöglichkeiten über die Registry oder über irgendwelche versteckten Optionen, aber auf die möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein paar Dinge zeigen, wie er das Menü für sich persönlich besser anpassen kann.